Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zur 21. Ausgabe von meinem Biertest-Video-Reihe-Dingens-Gedöns. Ja, ich bin wieder schön am Saufen. Wir hatten im letzten Video ja das Gurkenbier von der... Saaldorf-Surheim-Brauerei. Der Steamworks-Brauerei aus... Saaldorf-Surheim. Ich kann mir den Namen noch nicht merken. Frag mal nicht warum. Wir haben jetzt hier das Nachfolgebier, ein Craft-Lager mit 5% Alkoholanteil. Also 5 Promille in dem Fall. Was jetzt für einen Geschmack hier ist, weiß ich nicht. Hier steht nur, dass es ein Vollbier ist. Und ja, ich bin mal gespannt nach den ganzen anderen Experimenten mit den komischen Bieren, die jetzt komische Schmecker hatten, wie zum Beispiel die rösteten Kaffee und Schokolade. Gurke und Zitrone. Bin ich mal froh, wieder ein komplettes Bier an sich zu saufen, muss ich sagen. Also da gibt es ja echt schon... ist ja fast schon eine Seltenheit, was ich hier an Bier saufe. Ich glaube gerade irgendwelche Scheiße, weil ich anfange besoffen zu werden. Also nicht wundern. Gut, wie immer ist hier, haben wir hier wieder eine schöne bunte Farbe, die jetzt nicht so mein Ding ist, aber irgendwie war ich trotzdem neugierig, doof, fragt mich nicht warum. Wir machen die jetzt mal einfach auf hier. Keine Ahnung, ob ihr das jetzt gehört habt. Oh Mann, Alter, mir tut gerade so ein bisschen der Magen weh. Aber ich ziehe jetzt auf jeden Fall durch. Einmal die Luft von Grischan und jetzt mal dran riechen, wie das Bier jetzt hier schnuppert. Also es riecht wie normales Bier halt. Ne, keine Fruchtnoten, keine anderen außergewöhnlichen Aromen da drin. Also nach längerer Zeit mal wieder ein Bier, was nur nach Bier schmeckt. So war eigentlich ursprünglich gedacht. Aber warum nicht auch mal Biere ausprobieren, die gewisse Geschmacksaromen drin haben. Zack, mal letzten Tropfen in die Schüssel hier gekippt. Da ist gerade eine Brühe drin, Alter. Das ist eklig, Alter, ehrlich. Gut, schauen wir uns mal. Ja, wie gesagt, Geruch, das hatten wir ja schon. Riecht jetzt nochmal nach ein Bier. Und ich hoffe, dass wir diesmal auch ein Bierchen haben, was so ein bisschen durchsichtig ist, wo man so ein bisschen durchgucken kann. Weil die letzten Biere waren so ein bisschen trüb und ich finde, das sieht so ein bisschen unschön aus. Das sieht aus wie Urin mit Schaum und ich glaube, das hat kaum Lust, eher zu saufen. Es sei denn, du kommst aus Bayern, die saufen nur so ein undurchsichtiges Zeug, ne? Also, ja. Ich gebe selber jetzt eine Pulle rein, ist mir scheißegal. Also wir haben wieder ein trübes Bier, was auch wieder von der Farbe her sehr hell ist. Ich kann also davon ausgehen oder mit einschließen oder daraus schließen, dass wir hier wieder ein sehr süffriges Bier haben. Ich koste jetzt zum ersten Mal. Ich würde sagen mittelkräftig. Also, mittelkräftig ist ein bisschen doof gesagt. Wir haben einen herben Geschmack, der jetzt nicht ganz so stark ist, aber den man trotzdem deutlich spürt. Also ist es nicht so, dass es extrem herb ist, wo du sagst, boah, Alter, boah, Junge, das ist aber richtig drin. Es ist auch wieder sehr süffig. Moment. Ja doch, der herbe Geschmack ist doch schon deutlich ein bisschen stärker. Kann aber auch daran liegen, dass ich jetzt einen großen Schluck genommen habe. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall doch schon ein recht herberes Bier, muss ich sagen. Hm. Muss ich wieder sagen, eine Note 3 in meinem Fall. Ich bleibe neutral. Es kann euch schmecken, muss aber nicht. Es ist ein bisschen schwer zu teilen, eins einzuteilen. Das ist auch keine 4, wo ich sage, das ist mir jetzt total lecker. Ich bleibe also neutral. Es ist nicht schlecht. Ne, aber so richtig spitze sind auch nicht. Also ich kann nur neutral bleiben. Das ist jetzt gerade mein Empfinden. Und ich merke gerade langsam echt, mein Magen ist voll. Ich sollte eigentlich nicht mehr saufen jetzt. Oder da war die Luft da drin, jetzt wieder. Oh. Das ist das Schöne beim Biersaufen, man kann richtig ordentlich in die Kamera rinrülpsen. Das ist total geil. Deswegen mache ich das eigentlich nur, damit ich den Grund habe, um in die Kamera zu rülpsen. Ja, und ihr seht ja auch, die Age startet morgen. Ja, Bier ist ja auch gut für den Körper, ne? Puh.
Ich habe noch andere Biere hier, die ich testen musste. Also ich habe noch zwei, drei Biere da von Leuten, die mir Bierflaschen zukommen lassen haben. Die muss ich auch noch verkosten. Ich hoffe, dass ich das nicht vergesse. Aber ich muss mich erstmal mit den Folgen jetzt zufrieden geben. Ich habe langsam, verliere wirklich die Lust. Aber ich habe noch eine Flasche, die ich verkosten muss. Die ziehe ich auf jeden Fall durch, das habe ich gesagt. Ja, was soll ich sagen? Also, wir haben hier eine sehr bunte Flasche. Ist Geschmackssache. Ist jetzt nicht so meins, aber okay, man kann sie mitnehmen, was die Optik betrifft. Wir haben der Geruch von dem Bier war jetzt nicht so stark, aber wir haben trotzdem herben Geschmack. Es ist normales, süffiges Bier, geht leicht runter. Und ich muss sagen, man kann es trinken. Ich würde es aber nicht in den Himmel loben. Also, es ist okay. Wahrscheinlich ist hier diese Saaldorf-Brauerei hier in Surheim oder Saaldorf-Surheim. Brauerei, so eine kleine private Firma oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, falls ihr das hier sehen solltet, ihr macht kein schlechtes Bier, also zumindest nicht für mich. Dann müssen Leute mal selber entscheiden, ob sie das trinken oder nicht. Vielleicht ist ja eine oder andere dabei, der das total feiert. Das freut mich natürlich auch, ne? Das ist ein besseres Feedback kann man als Bierbrauer, ja nicht mehr haben. Aber ich persönlich, meine ganz persönliche Meinung ist, dass ich da eigentlich so eher neutral bleibe. Man kann es trinken, wenn ich in einer lustigen Runde bin und jeder hebt so ein Bier aus und mixt gerne an, trinke ich es, das ist gut. Aber ein Stammtrinker für diese Bierchen werde ich jetzt nicht. Und wenn es jetzt eine Stufe 1 wäre, würde ich sagen, mit dieser Plörre könnte er mich jagen. Aber ist es zum Glück nicht, also Stufe 3. Und damit ist es brauchbar. Für diejenigen, die sich dafür begeistern können. Ja, dann haben wir schon mal vier Bier abgearbeitet. Jetzt habe ich gestern vor mir, da muss ich noch ein bisschen Pause machen, weil mir der ganze Alkoholscheiß gerade wirklich zu Kopf steigt. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like, damit ich dann erst recht. Und wenn ihr mich liebt, abonniert ihr mich. Wenn nicht, dann erst recht. Ich glaube, der Borg jetzt öfter so mit ein. Das hört sich gut an. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.